Was geht YouTube und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute folgt das Roboter Klassensetup Video. Ich habe da vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo ich die Waffe angespielt habe. Das Gameplay seht ihr in dem Video von der Waffe. Genau, das war die Waffe ist wirklich ein kompletter Laserstrahl, wenn man das so sagen kann. Ne? Ich habe ja schon in dem vorherigen Video ein bisschen so gesagt. Ich will heute mal auf das Klassensetup hier eingehen. Roboter Stufe 70 könnt ihr hier schon sehen. Wirklich mit Abstand eine meiner Lieblingswaffen gerade. Ne? Ich würde einfach mal sagen, wenn du dich für weitere COD-Videos interessierst und dich für... COD-Videos interessiert, darfst du gerne mal den Kanal abchecken. Hier folgen die Woche mal 2 bis 3 Videos. Lass dem Kanal gerne ein Abo und ein Like da. Und ja, Leute, fangen wir einfach mal an mit dem Setup, welches ich hier für euch habe. Grundsätzlich und vielleicht ein paar Basics zu der Waffe. Die Waffe hat eine sehr krasse Feuerrate, ja. Ich bin bei der Waffe so ein bisschen auf Schaden und Präzision gegangen. Ich finde, die verzieht so krass. Finde aber dennoch, ist die Waffe ist Bombe. Probiert es wirklich mal aus. Ich denke mal, du hast auf das Video geklickt, weil du dich für die Roboter interessierst. Ich sage jetzt einfach mal mein Setup an. Legen wir einfach mal bei der Mündung los. Mündung habe ich den F8 Stabilisierungs... die Stabilisierungsmündung. Ich habe hier auch sehr lange mit dem G28 Kompensator gespielt. Wenn ich mir jetzt so 2 empfehlen könnte, spielt die Waffe bloß nicht mit einem Schalldämpfer. Damit macht ihr euch die Waffe kaputt. Entweder F8 Stabilisierer oder aber G28 Kompensator. Lauf. Hier habe ich mich für den Anastasia Scharfschützenlauf entschieden. Leute, das Ding macht die Waffe aus. Ich habe es echt nicht geglaubt. Ich habe die Waffe ohne den Lauf gespielt und einmal mit dem Lauf gespielt. Das ist die Waffe, der Aufsatz macht die Waffe zum Laserstrahl. Wirklich. Vertraut mir da, es gibt nichts krasseres als diesen Lauf bei der Waffe. So, Visier, meine Freunde. Hier muss ich ganz klipp und klar sagen, kann ich nicht das Beste sagen. Also kann ich nicht das Visier sagen, weil Visier ist immer so ein bisschen abhängig von Map. Braucht ihr ein Visier? Es gibt viele, die spielen ohne. Mein persönlicher Favorit, ja. Schieferreflektor oder aber, wo ist das Ding jetzt hier? Monokularer Reflektor. Die beiden kommen für mich in Frage. Bei dem monokularen Reflektor habt ihr das so, dass ihr, wenn ihr lauft, dass ihr halt so eine große Zielscheibe habt. Das kann für viele nervtötend sein. Deswegen, Leute, probiert mal den schiefen Reflektor aus. Ist finde ich, sehe ich die meisten Leute quasi mit, ne? So, Schaft, das könnt ihr jetzt wegen der Facecam nicht sehen, ja. Hier habe ich mich für den 6 Skelettschaft entschieden. Habe auch hier lange mit dem hier mit dem Empress Breitschwert Schaft gespielt. Bin dann aber trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass ich den hier am besten finde. Ihr habt hier, wie soll ich sagen, dadurch, dass wir auf Präzision gehen, haben wir sehr viele Nachteile im Tempo. Mit dem Lauf, mit dem Schaft gleicht das alles so ein bisschen aus. Wir sehen hier plus 4 Lauftempo beim Zielen, Zielstabilität beim Laufen und anfängliche Präzision und Rückstoß. Sprinten zu feuern Tempo und Präzision beim Feuern aus der Hüfte finde ich ein bisschen irrelevant. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht so viel von gemerkt. Ne? Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, ein von den beiden. Aber Leute, vertraut mir, mit dem seid ihr auf jeden Fall richtig gut unterwegs. So, wir gehen mal zum Unterlauf. Hier, oh, was habe ich denn hier? Habe ich das noch gar nicht gesehen? Kontrolle, okay. Hier bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich habe die Waffe irgendwie, keine Ahnung, muss ich wohl vergessen haben, das auszuprobieren. Aber wenn ich mir gerade schon die Stats ansehe, tendiere ich sogar schon eher zu dem hier. Wir haben hier plus 1 Rückstoßkontrolle und plus 1 Präzision. Hier haben wir 2 Rückstoßkontrolle. Präzision aus der Hüfte finde ich ein bisschen nachteilhaft. Also wirklich, meine Freunde, entweder der oder der. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert bei den beiden. Ich kann nur den Cover-Vordergriff, aber ich bin der Meinung, dass der auch sehr, sehr gut sein könnte. Ja, also entweder den oder den hier. Sage ich einfach mal so aus Erfahrung, sage ich mal. Und ich muss sagen, wenn ich das schon lese, dieses plus 1 Schaden, minus 5 Rückschlusskontrolle und Präzision, dann müsst ihr so ein bisschen für euch gucken, wie euer Spielstil ist. Ich sage klipp und klar, für mich kommt das 45 Schussmagazin in Frage. Wir haben hier nur ein bisschen ZF für die Geschwindigkeit, Nachteil, Tempo weniger. Im Spielalltag merkt man das nicht so. Hier wäre ich richtig vorsichtig bei so einem Aufsatz, weil ihr habt zwar mehr Schaden, mehr Kraft, mehr Magazinkapazität, aber Leute, das schlägt richtig auf die Präzision aus. Ich bin persönlich so ein Spieler, ich brauche einfach so meine Laserstrahlwaffen. Deswegen mache ich mir meine Aufsätze mit so einem Magazin nicht kaputt. Wenn ihr jetzt aber sagt, du, ich brauche gar nicht diese krasse Präzision, mir reicht das mit den, wenn ich das mit dem Unterlauf habe und mit dem Lauf, dann könnt ihr natürlich auch das nehmen. Habe ich mich auch mit ein paar Leuten in der Facebook-Gruppe drüber unterhalten. Die sind auch der Meinung, dass die eher das 50-Schuss-Magazin nehmen. Beziehungsweise Magazin nehmen, wo halt Schaden, der Schaden erhöht wird. Ne? Ich bin so ein Spieler, ich brauche meine Präzision auf Distanz. Ich brauche so einen Laserstrahl. Ne? Auf jeden Fall die 2.
Hier, meine Freunde, habe ich einmal den verlängert, den Munitionstyp genommen. Plus 3 Projektilbeschleunigung. Finde ich, macht ihr nichts mit verkehrt. Ansonsten Vollmantelmunition macht ihr auch nichts mit falsch. Entweder das oder das ausprobieren und ihr werdet es nicht bereuen, ja. So, Griff. Habe ich den Noppengriff genommen. Wir haben plus 2 Rückstoßerholung und plus 1 anfängliche Präzision und Rückstoß. Idealerweise würde ich hier den gekerbten nehmen oder aber den Gummigriff, ne. Müsst ihr so ein bisschen für euch gucken. Ich habe persönlich irgendwie die beste Erfahrung mit dem hier gemacht, mit dem Noppengriff. Finde ich irgendwie am geilsten. Schreibt mir da mal eure Meinung zu in die Kommentare, welchen ihr nehmt und warum ihr ihn nehmt, ne? Fertigkeit habe ich mich für fester Griff entschieden. Präzision und Rückstoß bei Dauerfeuer. Wer hätte es gedacht? Kann ich nichts Schlimmes, also kann ich nichts Negatives drüber sagen. Verbessert die Präzision. Gehen wir mal zum Kit. Hier habe ich noch Überschuss wegen dem Level genommen. Hier empfehle ich euch als Alternative, wenn ihr die Roboter noch nicht gelevelt habt, einmal vollgeladen zu nehmen. Habt ihr halt einfach eine maximale Anfangsmunition. Ist jetzt nicht schlimm, ne? So viel im Großen und Ganzen eigentlich zu der Roboter. Mehr kann ich da auch eigentlich nicht zu sagen. Klar, ich muss jetzt hier noch ein paar Tarnungen freischalten. Das Gameplay habe ich jetzt schon in dem Video davor gemacht. Ich wollte jetzt hier nur separat auf das Klassensetup eingehen. Wenn ihr mich im Gameplay-Alltag mal sehen wollt, wie ich mit der Waffe umgehe, schaut das Video an, was ich euch hier verlinkt habe, beziehungsweise was ich am Anfang verlinkt habe, ne? Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, Leute, an der Stelle ist einfach mal gesagt, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. An der Stelle bin ich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.